Schönen guten Morgen, meine Lieben. Hier bin ich wieder, Sebastian. Und heute werde ich meine letzte Zigarette rauchen. Es hat sich etwas hinausgezögert, weil ich immer gesagt habe, komm noch eine raus, du, und dann hörst du auf und dann hast du wieder eine neue Packung und dann hat das nicht so geklappt. Aber heute ist der Tag, wo ich anfangen werde, nicht mehr zu rauchen. Ich rauche mir gleich noch meine letzte Zigarette und dann mal sehen, was passiert. Heute habe ich auch noch einiges vor. Ich muss zur Post, ich muss hier und da was machen. Und das passt vielleicht ganz gut. Deswegen, ja. Jetzt ist der Tag gekommen. Jetzt geht es los. Hab auch keine Lust mehr. Das stinkt so ekelhaft. Das ist widerlich, wie das stinkt. Man braucht sich gar kein Parfüm mehr drauf tun. Bringt nichts. Stinkt dann eh danach, wenn du geraucht hast. Nach Kacke. Muss ich noch ein schönes Plätzchen finden, wo ich meine letzte Zigarette rauchen werde. Und das finde ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe auch keinen Bock, so 300 Kilometer zu gehen. Vielleicht gibt es nicht den passenden Moment, die passende Stelle für die letzte Zigarette. Vielleicht ist es genau hier jetzt. Mal sehen. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, das weiß ich jetzt schon. Ja, an der Bushaltestelle rauche ich die letzte Zigarette. Kann ich mir nicht sitzen, ne? Ja. Das war's. Mit der letzten Zigarette jetzt. That's it. That's it! Ich war gestern viel zu lange wach. Ich habe noch Call of Duty Mobile gespielt auf dem Handy. Oh, das macht mir so einen Spaß. Das ist so ein geniales Spiel. Und da spiele ich jetzt echt voll häufig. Normal spiele ich gar nicht irgendwie Handyspiele, aber das, boah, das ist perfekt jetzt, wenn ich aufhöre zu rauchen. Und ich so Druck habe, eine zu rauchen, dann spiele ich das halt. Baller ich ja alles weg. Wenn ich schaffe, ist so super. Ja, wer geht normalerweise auf den Balkon, wenn es regnet und kalt ist? Niemand. Eigentlich nur Raucher und das ist alles so nervig. Ständig musst du dir eine rauchen, damit du irgendwie denkst, du kommst sonst nicht klar. Ja. War heute auch schon anders geplant. Ich wollte schon zur Bank, aber ich habe meine PIN vergessen. Ja. Heimblöd hat die PIN vergessen. Jetzt muss ich erstmal nach Hause, weil ich muss ein paar Sachen mit der Post verschicken. Die muss ich auch noch einpacken. Aber gut, da habe ich was zu tun. Ja. Vielleicht lenkt mich das ab vom Nichtrauchen. Aber meine Frau hat mir jetzt doch die PIN geschickt. So schön verpackt in der Geschichte. Ja. Anna hatte 6 Freunde. Eine kam nicht. Die andere wurde erschossen. 3 von ihnen haben es nicht überlebt. Am Ende waren es 0, die überlebten. So in der Art hat sie mir das geschickt. Man, ich weiß, was ich da bekommen habe. Ne? Falls mir jemand das Handy klaut, unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Aber trotzdem irgendwie, weiß nicht, sie ist ja sehr vorsichtig und ist ja auch okay. Sollte man sein. Ich habe das Geld für den Versand. Es kann weitergehen. So, es geht weiter. Ich habe jetzt die 2 Pakete fertig gemacht. Die müssen jetzt zur Post. Ich hoffe, die Post hat auf. Ich bin so auf Verdacht los, weil dumm. Ich könnte kurz im Internet gucken, weil die andere Postfiliale hat zu. Und ja, ich vermute einfach, die andere hat dafür auf. Ich hoffe es. Es ist schon ein weiter Weg. Ungefähr eine halbe Stunde gehe ich hin und wieder zurück. Oh, das ist doof. Ich muss auch noch vorkochen, das Mittagessen. Ja. Das wird schon. Rauchen habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Also jetzt gar keinen Bock drauf. Das ist gut. Und ich hoffe, das wird so bleiben. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, damit heute alles auch wie geplant passt. Bin froh, wenn es auf hat und ich die Pakete los bin. Ja, die Post hat auf. Super. Ich habe die Post weggebracht. Es regnet jetzt und es hat sehr lang gedauert. Das muss man ja fast einplanen. Jetzt schaffe ich das nicht mehr vorzukochen. Aber ich habe noch immer keine Lust, eine zu rauchen. Und das ist auch der beste Sache. Ich bin froh, dass die Pakete weg sind, dass die Post auch offen hatte. Ja, so geht der Regen, so ist er angenehm. Schöne kleine Erfrischung. Ah, herrlich, herrlich. Ich hoffe, das bleibt jetzt so mit dem Rauchen. So angenehm wie bisher, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es regnet mittlerweile immer mehr. Bisschen sind meine Füße schon nass. Das ist kacke. Ja, ich setze auch mal genug mit dem Regen, finde ich irgendwo. Erst habe ich mich gefreut, aber mittlerweile, wo ich immer nasser werde, ist das jetzt nicht mehr so schön. Aber ich muss sagen, das Video machen lenkt mich gut ab vom eigentlichen Rauchen. So schnell habe ich noch nie in meinem Leben Pfannkuchen gemacht wie heute. Ich hatte das Gefühl, ich hätte Tausende machen können heute. Ist super gut gelaufen. Ein bisschen spät bin ich jetzt dran, aber egal. Dann mache ich die Pfannkuchen fertig und fertig. Auf einmal gibt es einen riesen Knall. Ich denke, diese Dunst-Abzugshaube ist explodiert oder so. Aber nein, das Rührgerät
Das Kabel war mir auf den Herd gekommen, ist durchgeschmort. Oh Mann. Ja, wie soll ich das wieder meiner Frau erklären? Na dann. Oh, das ist super ärgerlich. Jetzt erstmal nichts mehr kochen oder backen oder so, wo man das Ding gebraucht. Und schnellstmöglich einfach ein neues besorgen. Oh, sowas passiert auch immer mir, Mensch. Scheiße, Mann. Jetzt hole ich noch schnell die Kleine ab im Kindergarten, dann gehen wir einkaufen. Komm, ich hab dich gleich. Schön. Ja, jetzt ist Abend und ich würde mir echt gerne einen rauchen. Irgendwie ist es so wie ein Druck irgendwie. Also ich hätte schon Lust. Aber ich lenke mich ab, spiele ein bisschen Call of Duty Mobile.